Heiliger. Meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Wie ihr seht, seht ihr meine Fratze wieder, denn mich haben mehrere Leute angesprochen, sie würden gerne mal ein Horror-Let's Play in die Richtung sowas sehen auf meinem Channel. Und dazu wurde noch geäußert, so ein Horror-Let's Play macht sich eigentlich nur ganz gut, wenn man das Gesicht dazu sieht und ne, den Angstschweiß von der Stirn tropfend und die pure Angst in den Augen, wenn quasi der Kackstift immer größer wird. Ehrlich gesagt, ich habe mir jetzt Homesick besorgt, wie ihr wahrscheinlich schon sehen werdet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so horrormäßig ist. Ich glaube, das ist eher so storylastig. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir versuchen es einfach mal und schauen, wo wir landen. Ne? Unser Motto, wie sowieso immer. Und dann würde ich sagen, nachdem wir hier Einstellungen sowieso schon gemacht haben, ich habe auch schon kurz geguckt, ob es funktioniert. Das tut es. Und damit steigen wir einfach mal ein in ein komplett neues Spiel. Dann mal gleich mitgehen. Okay. Und wir haben wohl Post. Und damit starten wir auch schon. Wir gucken einfach gleich mal. Oh. Eine Zeichnung. Ein kleines Kind offensichtlich mit verdammt großen Blumen. Okay, packen wir mal weg. Keine Ahnung, ob uns das noch irgendwas bringt. Ansonsten haben wir ein Bild von einem Mond. Ich weiß nicht, man könnte den Eindruck gewinnen, dass das mal ein Kinderzimmer war. Aber offensichtlich war das eine ganze Wohnung. Das ist Bad, Küche, Wohnbereich oder Essbereich. Das ist die Bibliothek. Hier ist dann das Schlafzimmer gewesen. Und das scheint aber alles schon eine ganze Weile her zu sein. Wow. Wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwas Spannendes finden. Nein. Oh, ducken. Ducken können wir uns also auch. Nichts. Lichtschalter. Hab ich mir gedacht. Wir gehen einfach mal ins Licht. Hä? Nein, gehen wir nicht. Wir können uns nicht ins Licht bewegen. Das ist wie eine Wand. Okay. Dann versuchen wir rauszugehen. Jetzt versuchen wir rauszugehen. Wow. Also ich hatte Russisch in der Schule. Ist es nicht. Okay. Wir nehmen einfach mal. Nee, wir gehen mal hier kurz gucken. Hier scheint es nicht. Okay. Eine Axt. Die scheinen wir nicht zu brauchen. Zu. Also Rennen gibt's nicht, soweit ich das erkennen kann. Noch so ein Palast. Was ist das? Mikro? Irgendein Foto. Okay, das Bett ist nicht mehr ganz so intakt. Oh, war da irgendwas? Okay.
Gut, hier scheint es nichts weiter Interessantes zu geben. Die Zettel können wir alle nicht lesen. Vielleicht lernen wir das mit der Zeit, dass sich die Zettel irgendwann lesen lassen. Aber hier gibt es erstmal nichts weiter zu tun in dem Raum. Okay. Oh, das ist auch, oh, hier schon mein lieber Scholli, ein zweites Zimmer. Der muss richtig Kohle gehabt haben. Okay, Bücher sehen genauso aus wie unsere Zettel. Und die liegen überall rum. Vielleicht sind das auch Bücherseiten. Gut, und auch hier kommen wir nicht ins Licht. Wir dürfen nicht ins Licht gehen. Wir müssen das Spiel auch noch zu Ende spielen. Okay. Noch gibt's nicht viel zu entdecken. Oh, da ist ein Schlüssel. Okay. Der ist abgebrochen, aber ich vermute mal, wir werden gleich eine Tür finden, in die wir nicht reinkommen. Und jetzt wäre es spät. Ah, Tab. Alles klar. Sehr gut. Ah, hallo. Ein Eimer. Ein Eimer. Ein Eimer. Für das kleine Geschäft zwischendurch. Falls wir uns doch vor Angst in die Hose scheißen sollten, haben wir. Habe ich irgendwie was. Oh, da ist ja ein Kabel. Okay. Habe ich irgendwas verpasst? Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist die tropfende Badewanne, wo Wasser drin war. Wo ich. War hier Wasser drin? Nein. War das ein Bild? Interessiert uns nicht. Also, gehen wir doch mal zu der Wanne zurück, wo Wasser drin war, wo der Wasserhahn getropft hat. Ah, Mausrad. Alles. Oh, halt, das ist laut. Hallo? Hier. Okay. Das Blöde ist nur, ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, was ich mit einem Eimer Wasser soll. Haben wir irgendwo. Brennen tut's ja schon mal nirgendwo hier. Um es mal ganz offensichtlich zu machen. Boah. Müssen wir vielleicht irgendeine Wanne befüllen? Nein. Müssen wir nicht. Ein Eimer Wasser. Lasst uns mal ganz logisch überlegen. Ein Eimer Wasser. Das Einzige, was ich hier jetzt noch sehe, ist eine Axt. Die kann mit dem Eimer Wasser auch nicht viel anfangen. Boah, was. So viele Räume sind es ja nur auch nicht, ne? Hier. Was war hier? Hier ist eigentlich an sich nichts. Nichts von Interesse. Ein Autobild? Die Autobild. Nee. Was ist das? Das ist ein Brett. Okay. Da ist noch eine Tür. Ich vielleicht, irgendwie kommen wir vielleicht noch an die Axt dran, dass wir uns Zugang verschaffen können. Leute, was soll ich mit dem Eimer Wasser? Hat die Steckdose damit irgendwas zu tun? Aber bei, ich meine, Strom ist ja nicht.
Also fehlt mir da auch so ein bisschen der Zusammenhang. Hier gerade jemanden mit dem Schlüsselbund gehört? Hallo? Ein Hausmeister wäre nicht schlecht. Der könnte uns eventuell sagen, was wir mit dem Eimer Wasser machen können. Kann ich den wieder... Ah, den kann ich wieder... Ah, okay, den kann ich wieder an mich nehmen. Das ist ja schon mal... Das ist ja schon mal ungemein praktisch. Das scheint ein Scharnier zu sein. Und hier... Kommen wir nicht weiter. Okay, hier können wir ausschließen. Da können wir ausschließen. Das ist ja schon mal geil. Ich spiele keine 10 Minuten und ich habe schon wieder keinen Plan, was ich machen muss. Null. Oh, ach so. Mensch, das muss mir doch mal jemand. Ah, oh. Ja, Mütter, du kannst Schränke aufmachen. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt finden wir. Vielleicht müssen wir ja auch nur durchwischen. Vielleicht finden wir jetzt hier irgendwie ein Reinigungsmittel. Das können wir unserem Eimer Wasser zufügen. Und dann können wir richtig abgehen hier. Dann geht's los. Dann putzen wir uns mal so richtig schön die Seele aus dem Leib hier. Okay, da hinten war nichts. Also, Schränke aufmachen. Yay. Wir können Schränke aufmachen. Wir brauchen Schränke. Da sind Schränke. Leute, jetzt lasst mich nicht im Stich. Jetzt habe ich rausgefunden, dass ich Schränke aufmachen kann. Dann lasst mich auch bitte irgendwas finden. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Und wieder nichts. Im ersten Zimmer war im ersten Zimmer irgendwas mit. Mit Schränken. Wir haben Schränke. Sehr gut. Und ich vermute mal, hier werden wir auch was finden, weil es ja unser erster Raum. Und vielleicht gehen die Spieleentwickler ja davon aus, dass man im ersten Zimmer noch alles durchsucht. Ich meine, da kennen sie mich schlecht. Denn offensichtlich habe ich gar nichts gecheckt. Hier aber jetzt. Auch nicht. Ah, okay. Kann da nicht lang. Kann ich hier lang? Hier kann ich lang. Bringt mich aber leider nicht weiter. Okay, maybe, 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 maybe. Ist es mein Ziel, die zweite Seite zu finden? Diesen restlichen Teil der Seite. Boah, seid ihr krass drauf, oder was? Wo soll ich denn hier jetzt hin? Es sieht zerrissen aus, aber es ist es nicht. Wir sind alle Seiten zerrissen. Mal davon abgesehen. Hab ich die wieder zugemacht oder gehen die von selber zu? Jo, das kann ja wieder ein langes Let's Play werden heute, mein lieber Scholli. Kann auch nicht rennen, leider. Also, ich wüsste nicht wie. Ja, da war was.
Jo, okay, sagt mir alles nicht wirklich was. Ihr seht völlige Ratlosigkeit in meinem Gesicht. Da. Was ist das da? Das ist nichts. So, jetzt kommen wir noch mal hier in den großen Raum. Nichts. Oh, ihr Schweinebacken. Ist da irgendwas? Nein. Nichts. Die Musik jetzt wegen der Tür ausgegangen? Nee. Die habe ich aber überall schon reingeguckt. Hier ja, hier habe ich auch reingeguckt. Also es würde eventuell Sinn machen, wenn ich die zweite Seite finde. Von dieser Malerei. Aber wie ihr gerade sehen könnt, finde ich sie nicht. Und diese Box kommt mir auch so vor, als wenn ich damit irgendwas machen könnte. Kann ich aber nicht. So, was ist hier? Nichts. Aber an sich ist es schon mal, wir arbeiten uns vor. Wir haben jetzt rausgefunden, wir können Türen bewegen. Wir können Schränke aufmachen. So. Maybe. Ich weiß nicht, das ist jetzt völlige Ratlosigkeit. Ne, nichts. Auch nicht. Okay. Nee, da bin ich gerade hin. Das Ding kann ich nicht mehr zumachen. Definitiv nicht. Rechts muss ich nicht lang. Und links ist auch nur diese blöde. So, und das ist die einzige Tür, die ich sonst nicht zugemacht habe. So, wir gucken. Hier waren wir auch schon zu Genüge drin, die wackelnde Tür. Wir gehen nochmal, wir sammeln uns einfach nochmal. Wir sammeln uns nochmal am Anfang und gucken uns hier nochmal um. Hier habe ich die Tür ja erst aufgemacht. So, die war ja zu. Ist das hier? Nichts. Hier haben wir, da habe ich schon auch öfter reingeguckt. Schrift, Schrift, Schrift. Was ist das? Schrift. Wenn es denn Schrift ist. Man weiß es nicht. So. Ich glaube, den hatten wir auch schon probiert. Was ist das? Blumen? Waren die schon die ganze Zeit hier?
Ach, Moment, 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 Moment. Das Ding heißt doch, ich kann irgendwas benutzen. Das würde doch Sinn machen. Ah! Oh. Wow. Okay. Jetzt haben wir Blumen. Das ist ja schon mal super. Mann, gut. Das ist doch toll. Mein Eimer ist vermutlich leer. Mein Eimer ist leer. Kann mir jemand helfen? Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Eher nicht, ne? Ist hier irgendwas passiert? Nein, nichts. Mich ärgert das ist ja, habe ich hier, übersehe ich hier was? Oh Gott. Oh Mann. Ist jetzt dein Ernst? Du kriegst die Axt nicht hoch? Ist dein Ernst? Hat sich jetzt hier irgendwas? Gibt es hier noch irgendwo Blumen? Wow, das Licht ist aber. Okay, also wenn er das Ding anguckt. Jetzt nicht mehr, fängt er an zu gehen. Irgendwie bin ich bescheuert. Wieso? War das Wasser da raus jetzt? Ernsthaft? Ey Leute, ich krieg wieder ja nischt mit. Wisst ihr das? Aber hier sind die Blumen. Sind die jetzt geblüht, weil ich da hinten. Wir tasten uns langsam vorwärts, aber. Ach, der gähnt, weil. Ah, Moment. Okay, winkt mit dem Zaunpfahl. Ich dachte, der gähnt wegen dem Bild. Aber offensichtlich war das Zufall in dem Moment. Wir machen einfach mal die Tür zu. Vielleicht können wir da besser schlafen. Und dann. Ah ja, okay. Wow. Heilige. Okay, also, ich lebe noch. Es war blöder, ganz blöder Traum. Ich kam nicht raus aus dem Zimmer. Ich konnte offensichtlich auch nicht. Aha. Die Axt ist weg. Ist sie vielleicht im Wald? Moment, okay, alles klar, alles klar. Also er ist immer noch müde. Wir verstehen es langsam. Wir müssen uns nochmal hinlegen. Weil wir offensichtlich was auch immer machen sollten. Ich habe keine Ahnung. So. Leave the hall lights on. Wow. Okay, wir versuchen hier lang zu kommen, wo wir noch nicht lang gekommen sind. Alter. Bahnhof? Wir gehen ba Ah ja. Heißt jetzt, wir. Okay.
War die schon immer so dreckig? Haben wir uns eingelullert? Ich meine, es war ja auch ganz schön erschreckend, ne? Wie, also gehend, Musik ist aus. Oh. Ach, einmal, ich bin einmal rumgelaufen, um die Tür kaputt zu schlagen. Mensch, also langsam, langsam, aber langsam kommt es auch bei mir an. Und die Tapete. Das sieht aber auch echt geil aus. Cool. Okay. Wir gucken erstmal hier lang. Okay, da kommen wir gar nicht erst so wirklich rein. Also hier, da können wir wieder das Licht, da können wir nicht lang. Okay, also ich muss die Lichter anlassen in den Träumen, kann aber selber nicht ins Licht gehen. Gibt es da eventuell einen Zusammenhang? 6. 0, 0. Okay, also 0, 0, 6, Jetzt wollte ich nicht. Wo kommt die 6 hin? Oh, Leute, ich und Rätsel. Ich habe doch kein Abi. Und vielleicht müssen wir doch erstmal nicht ran. Oh, schöne Scheiße. Gaswerk, okay. Oder irgendeine Fabrikhalle. So. Na, muss doch wohl zugehen. Zeitung. Auch nicht wirklich hilfreich. Was ist das? Ein Boot. Okay. Irgendein Unfall? Öffenwasser. Okay, ich guck mir das nochmal an. Da war ja offensichtlich. Ist das eine 6? Aber das Zeichen da drunter, ich habe keine Ahnung. So, und hier sagt er offensichtlich 0, 0. Raute, Raute. Vielleicht ist es auch eine 9. 0, 0. Ach so, ich müsste vielleicht auch mal, muss ich. 0, 0, 1, 1? Okay. Ah ja. Okay. Ach, ist das hier so ein, dann ist das die 21, das ist die 19. Und dann also 0019, oder was? Also die ersten zwei Ziffern sind immer die 0, so wie es da gerade aussah. Mal gucken. Ich mal sehen, ob sich meine Theorie bestätigt und dann kläre ich euch auf. Für die. Ja, okay. Kennt ihr diese komischen, von diesen Möchtegern-IQ-Tests, erkenne Muster? Heißt quasi, wir hatten hier das Fach 11, also war es hier die 0011. Hier müsste es dann die 00, wir haben aber keine Nummer, aber hier haben wir die 25, 2 zurück ist die 23, müsste das also die 21 und ist die 19 sein. Tata!
Wahnsinn, ne? Jetzt kann ich mich mal richtig gut fühlen. Ich habe was erkannt. Okay. Also irgendwas in Richtung Bergbau oder ähnliches eventuell? 0053. Yeah. Ja, wir haben was gelöst. Eine Flut? Das sieht tatsächlich aus wie eine Flut. Okay. Okay. Gut, alles klar. Sind wir ein Stückchen schlauer? Was ist hier? Waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir waren da noch nicht. Da kommen wir aber auch nicht rein. Können wir gleich lassen. So. Gut, da ich die Folgen nicht ganz so lange machen möchte, die sind mir sowieso immer schon mit über eine halbe Stunde ein bisschen sehr lang, würde ich mal hier einen Cut machen. Wir haben den ersten Schritt haben wir ins Spiel getan, würde ich sagen. Ein bisschen Horror hatten wir ja schon. Und es sieht aber sehr cool aus. Ich glaube, sehr storylastig, sehr puzzellastig. Und die Optik ist auch Hammer. Also, die Mucke ist cool. Nach einer Weile nervt es ein bisschen. Aber wie mit jeder Mucke, die du dir irgendwie anderthalb Stunden anhören musst. Aber ich finde es bis jetzt sehr cool. Ich hoffe, ihr seid mit der Facecam auch wieder einverstanden. Mal gucken, wie es läuft, wie es ankommt. Und dann würde ich sagen, freue ich mich auf ein nächstes Video von Homesick auf meinem Kanal. Bis dahin, ciao.